Brustkrebs ist mit etwa 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr die häufigste Krebserkrankung der Frau in Deutschland. Das Brustzentrum bietet Betroffenen das komplette Leistungsspektrum der Diagnostik und Therapie. Wird der Tumor in einem frühen Stadium erkannt und behandelt, liegen die Heilungschancen bei nahezu 90%. Sämtliche Bemühungen in der Brustkrebsdiagnostik sind daher auf eine möglichst frühe Entdeckung gerichtet. Mit Mammographie und Ultraschallgeräten sowie Gewebeentnahmen gelingt es zunehmend, noch nicht tastbare Tumore zu entdecken. Die Brustkrebs-Selbstuntersuchung ist eine erfolgreiche Methode zur Erkennung des Brustkrebses. MammaCare ist die Selbstuntersuchung der Brust. Das heißt, den Frauen wird vermittelt durch eine spezielle Methodik, diese MammaCare-Methode, die Brust selbst abtasten zu lernen. Das heißt, die Sensibilität der eigenen Finger zu stimulieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit Radiologen, Onkologen, Strahlentherapeuten, niedergelassenen Gynäkologen und Pathologen erhalten unsere Patienten eine zuverlässige Diagnose und effektive Therapie. Besonders bei Frauen ab 50 ist die Mammographie ein besonders sicheres Verfahren, weil je weniger Brustdrüsengewebe in der Brust ist, umso sicherer ist die Beurteilbarkeit der Mammographie. In wöchentlichen Treffen werten alle am Behandlungsprozess beteiligten Kooperationspartner jeden Behandlungsschritt aus und besprechen das weitere Vorgehen. Im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht immer die Frau. Ihre individuelle Betreuung unter der Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse ist unser oberstes Ziel. Gern beraten wir Sie in unserer regelmäßigen Brustsprechstunde.